Mach den hier nochmal zu, bevor wir anfangen zu filmen. Ja, ist schon, ne? Ja, gut, dann. Gerade noch rechtzeitig, würde ich sagen. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben die Insel gewechselt zwischenzeitlich und sind jetzt auf... auf Fuerteventura! Der Insel des Windes. Das ist ganz okay heute, würde ich sagen. Also es ist nicht weniger wie auf Gran Canaria, würde ich mal sagen. Die Überfahrt war richtig schön. Nee, noch nicht. Ich glaube, wir haben auch Glück und vor allem haben wir auch riesengroßen Hunger. Also frühstücken wir jetzt erstmal. Auf jeden Fall haben wir schon gleich einen richtig tollen Stellplatz gefunden und ich glaube, wir haben schon den Wow-Effekt ganz am Anfang hier auf der Insel. Also diesmal früher. Hoffentlich bleibt so. Ja. Und wir sind jetzt auch nicht mehr ganz alleine. Ihr wisst ja, wir haben ja Luna und Robin im Gepäck mit dabei und die Hündin Leia. Und jetzt haben wir auch noch Zuwachs bekommen. Und zwar ist die liebe Caro mit an Bord. Und ja, ich würde mal sagen, moin. Sag mal hallo. Hallo. Hat das überhaupt geklappt? Super, Luna steht übrigens hinter der Kamera. Kamerafrau Luna. Oh Gott. Hallo, hier sind wir. Ja, jetzt hast du uns. Ja, und wir, wie gesagt, wir werden jetzt erstmal frühstücken, aber prinzipiell werden wir hier Weihnachten feiern und auch Silvester, vielleicht nicht an diesem Stellplatz, aber ich glaube, Weihnachten werden wir hier schon verbringen. Bleibt dran und Tagen. Gespannt, was wir alles hier erleben werden. Ein Traum. Das ist ein Traum. There's nothing that is too late for. Out of the cold into my warm hand. In the sun, it's already begun. You are my one, with a simple mind. We should find some more time. Ja, wir wollen ja an Weihnachten uns ein richtig leckeres Menü kochen und dafür brauchen wir noch ein, zwei Sachen. Deswegen gehen wir jetzt mit unserem Nachbarn einkaufen und nach Weihnachten wollen wir dann auch nicht gleich einkaufen gehen und es sind ja jetzt 4 Tage oder 3 Tage die Geschäfte zu, also müssen wir dringend nochmal einkaufen gehen. Hallo? Wo darf man hier noch Platz nehmen? Tja, wir fahren hier bei den Nachbarn einfach mit im Auto, ne? Ja, dann hoffen wir mal, dass Dojo euch hier auch mit extra Gewicht nach oben bringen kann, ne? Ja, ansonsten, ne? Weil wir waren ab und zu, haben wir ja auch die Chaika mitgenommen, man hat das sofort gemerkt, dass da wer im Auto ist. Ja, na klar, merkt man das. Stimmt, jetzt müssen wir berghoch, geht das? Also wir sind jetzt angekommen. Nicht nachmachen, Leute. Aber es hat Spaß gemacht. Wir sind da. Just wave my hand to the world outside like it's all okay. I can't believe what my eyes have seen. I just woke up from a broken dream.
gehen wir nochmal einkaufen. Ganzen Sack voller Wäsche hier. Und wir sind auf der Suche nach Rotkohl, denn es gibt richtig leckeres Zeug morgen als Weihnachtsessen. Als Hauptspeise haben wir uns überlegt, dass wir einen Jackfruit-Gulasch machen mit selbstgemachten Semmelknödel und Rotkohl, wenn wir den finden. Ansonsten nehmen wir dann was anderes. Ja, und ansonsten lassen wir uns jetzt gerade mal schön zum Supermarkt fahren. Ist auch mal ganz nice. Diesmal Weihnachten ohne Rotkohl. Ja, wir werden es überleben. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Also ehrlich gesagt, ja, es war schon ein bisschen ruhig hier ohne. Oh. Bevor wir uns aber so ans Menü kochen etc. machen, gehen wir jetzt erstmal was richtig Cooles machen. Und Robin und ich, wir haben eine coole Idee und da machen wir ein bisschen Action zu. Bist du ready? I'm ready. Juhu! Sunsurf. Okay, neuer Spot. Wir geben ja nicht so schnell auf. Mal gucken, ob es hier klappt. Hier ist auf jeden Fall mega steil. Bin ich mal ganz kurz ins Auto geflitzt, hol die Mädels ab und jetzt springen wir mal ins Wasser und kühlen uns mal ab und schütteln den ganzen Sand hier weg. Lecker gegessen. Jetzt räumen wir hier auf und gehen dann ins Bettchen. Morgen ist ja Heiligabend und da wollen wir fit sein und einen schönen Tag zusammen verbringen. Ja, wie könnte so ein wunderschöner Weihnachtsmorgen denn besser beginnen als mit richtig leckeren Früchten? Und zwar bereiten wir uns jetzt Frühstück vor und dann haben wir ein richtig schönes Frühstücksbrunch draußen auf unserer kleinen Terrasse. Und das Schöne ist, wir haben alle Früchte, die es hier so gibt, eingekauft. Und zwar gibt es auf den Kanaren Mangos, Papayas, Weintrauben und selbstverständlich Bananen. Davon haben wir eine ganze Menge gestern geholt und werden das jetzt alles fleißig verputzen. Ich schneide das Obst und mache uns einen Cappuccino, versorge das Camp also mit Kaffee und Melly versorgt das ganze Camp mit leckeren selbstgemachten Pancakes. Let's go! Ja, wenn wir jetzt zu Hause wären, dann würden wir jetzt mit unseren Eltern und mit der Familie den Weihnachtsbaum vielleicht schmücken. Wir würden Plätzchen backen, wir würden auf jeden Fall beim Tischdecken helfen und zusammen kochen. Und weil das ja dieses Jahr nicht geht, rufen wir unsere Familie einfach mal an.
Alle richtig busy. Oh, hallo! Schön, dich zu sehen. So, wir haben jetzt mit unseren Familien telefoniert und jetzt machen wir uns dann das Abendessen. Jetzt müssen wir ein bisschen köcheln. Und ich bereite jetzt schon mal Jackfruit-Gulasch vor. Ich gehe mal schauen, was es so bei den Nachbarn, was die so machen, was es da eigentlich zu essen gibt. Das ist übrigens der schöne Van von der lieben Caro. Hallo, herzlich willkommen. Ja. Caro kommt aus Berlin und reist jetzt mit uns. Und ich wollte mal fragen, was machst denn du eigentlich jetzt zu Abendessen? Ich werde einen Rote-Bete-Salat machen, den wir als Topping dazu essen werden. Okay, dann gucken wir mal bei den anderen Nachbarn, was da abgeht. Mal gucken, was diese machen. Ja, genau. Ich habe Lust auf einen Kaffee. Haben Sie auch Lust auf einen Kaffee? Kaffee? Kaffee O'Clock. Ob dieses Gesicht Lust auf einen Kaffee hat? Immer doch. Wollen wir Chimex-Kaffee machen? Mhm. Ich hätte richtig Bock drauf. Also kein Kapun, sondern ein Chimexio. Ein Chimexio, ja. Oh, Frenchie noch besser. Frenchie. Hatten wir heute noch nicht. Machen wir Kaffee Nummer 3. Jo, mal schauen, ob das was wird mit dem Abendessen. Das ist mein zweiter. Das ist dein zweiter? Ich hätte nur ein Cappuccino. Ja, du hängst hinterher. Ich häng hinterher. Also, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Ja, und ich glaube, jetzt muss ich Kartoffel schälen. Oh, das muss 1,5 Stunden bei niedriger Hitze köcheln. Das jetzt? Ja, unser Gulasch. Das ist nicht gasfreundlich. Oh, und ich sehe, eine Hauptzutat ist ja schon geköpft. Ich glaube, ich koste mal. Ah, das ist zum Kosten, ne? Nein, das ist die Menge, die dann reingeschippt wird, um das abzulöschen. Ah. Aber ich koste mal. Bei uns kommt dann nur noch das Apple Crumble. Ach so, der Apple Nachtisch. Apple Crumble. Oh, wow. Das sieht ja geil aus. Wenn man mal wieder gar nicht an Nahrung kommt. So, das Essen ist jetzt fertig. Wir haben uns das draußen richtig schön gemütlich gemacht. Und jetzt gibt es endlich was zu essen. Wer möchte Kartoffeln zu mir? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier auch noch ein bisschen gebratenen Reis. Normal also bei dir kommt jetzt schon mal das Video mit der Musik. Ja, mit der Musik schon, ja. Ja, da kommt bei mir auch weiter. Ja, wir hatten gestern richtig schön Heiligabend, wir haben gemeinsam gegessen und uns schön unterhalten, noch bis spät in die Nacht. Ja. Lagen wir noch unter Sternenhimmel, es war so eine klare Nacht, es war richtig, richtig toll. Ja, das haben wir echt schon lange nicht mehr gesehen, es war richtig, richtig krass. Und wir hoffen, ihr hattet auch schöne Weihnachten im Kreise eurer Liebsten oder auch wie immer ihr das auch feiert. Hoffen wir doch auf jeden Fall, dass ihr schöne Feiertage hattet. Heute ist der erste Weihnachtsfeiertag und jeder genießt so
sein Ding. Und ja, ich zum Beispiel schneide gerade an einem YouTube-Video, was morgen online kommt. Und genau, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ein Abo dalasst. Und ja, das Video kommentiert. Es kommen nämlich jetzt die nächsten 2 Wochen keine Videos raus. Also das nächste Video kommt am 9. Januar raus. Wir haben uns ein bisschen was überlegt, wie wir ab nächsten Jahr unseren Kanal gestalten wollen und erwarten einige Überraschungen auf euch. Also seid gespannt und ja, dann sehen wir uns im neuen Jahr. Guten Rutsch. Und macht es schön. Ciao. Sagt ihr das mal zusammen. Okay, wir sagen das zusammen. Unser Motto ist nämlich More Espresso, Less Depresso. Ja, ist so. Ja, ist so. Ist so. Also wenn ihr was von uns lernen könnt, dann ist es das. Also viel kann man hier nicht lernen auf dem Kanal, das sage ich euch gleich, aber das gehört auf jeden Fall dazu. Das ist ganz oben dabei. Habe ich auch von denen gelernt. Ja. Ne? Seht ihr? Und schaut euch mal dieses Gesicht an. Und jetzt ist auch Coffee O'Clock. Es ist immer Coffee O'Clock. Guten Morgen, heute ist Weihnachten. Und Heiligabend. Ja, das ist für mich Weihnachten. Das ist schon Yoga-Time. Nee, es stinkt hier so ein bisschen, ne? Aber so ein bisschen nach Hund. Alles im Kasten, würde ich sagen. Ja. Alles im Kasten. Alles im Kasten.